Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Junksys Corner. Heute geht es um Controller, und zwar Controller für die Konsole Atari Jaguar. Wir haben hier kurz zur Übersicht rechts den Original-Controller. Das wurde damals Powerpad genannt. Und wir haben auf der linken Seite eine Nachbildung des Atari Jaguar Pro Controllers. Kurz ein bisschen zum Hintergrund. Der Pro Controller ist eigentlich sehr selten zu finden in Deutschland. Wenn dann die Preise jetzt in jenseits von Gut und Böse 100, 150 Euro werden da gleich mal aufgerufen. Im Gegensatz zu dem originalen Controller ist der wirklich besser. Der liegt auch besser in der Hand, hat hier mehr Tasten, man sieht das, wenn man das so vergleicht. Hier haben wir die drei Tasten und hier haben wir gleich sechs Tasten. Es gibt hier Schultertasten, hier gibt es keine Schultertasten. Allerdings ist das hier jetzt kein originaler Pro-Controller, sondern ein Nachbau, eine Replik, die es jetzt gibt. Der Pro-Controller ist ursprünglich 1995 erschienen. Der Jaguar ist bekannterweise 93 auf den Markt gekommen und hat, wie gesagt, diese zusätzlichen Tasten. Was gibt es zum Pro-Controller noch zu sagen? Er hat hier diese mehr Tasten, wobei die Tastenbelegung wie folgt ungefähr ist. Wir haben hier Taste 4. Taste 4 ist die linke Schultertaste. 6 ist die rechte Schultertaste, 7, 8 und 9 sind die Tasten hier oben. Leider gibt es nur wenige Spiele, die damals ursprünglich programmiert wurden von Atari selbst. Gibt es nur 4, das ist Atari Cards, Battlemorph, Fight for Life und Missile Command 3D. Und es gibt so die Vermutung, dass das Powerpad als Standard-Controller geplant war für die Nachfolgekonsole des Atari Jaguar. Es gab so Gerüchte, dass als Nachfolger der Jaguar Duo geplant war. Jaguar Duo heißt das CD-Laufwerk, das es früher für den Jaguar separat gab, hätte integriert werden sollen in den Jaguar. So dass es ein Kombigerät ist mit Jaguar selbst und dem CD-Laufwerk dazu. Leider kam es aber nie dazu, aber angeblich war der Pro-Controller dann als Standard-Controller geplant. Inzwischen gibt es schon mehr Spiele, die das unterstützen. Die sind aber dann später auf den Markt gekommen. Zum Beispiel Battles 4 Gold oder Battles 4 selbst, Primal Rage oder Total Carnage. Wie kam es jetzt dazu, dass dieser Controller nachgebaut wurde? Da gab es eine Umfrage im Atari Age Forum und hatte einer einfach den Bock, das nachzubauen, hat dann nach den Interessenten gefragt, hat aber von vornherein gesagt, es gibt immer nur im Pärchen, also immer nur zwei Stück, man muss immer zwei abnehmen, damit er das realisieren kann. Und es haben sich dann genügend gemeldet. Und im Dezember 2018 habe ich dann meine beiden Controller erhalten. Und das ist einer davon. Der einzige feine kleine Unterschied ist, dass es hier kein Atari-Logo gibt. Also das Atari-Logo haben sie aus rechtlichen Gründen nicht verwendet. Darf man natürlich nicht. Ansonsten darf man die Dinger natürlich nachbauen, weil aufgrund der Jahre inzwischen der Schutz abgelaufen ist für das Gerät.
Was gibt es sonst noch zum Sagen dazu? Kommt aus den USA, kostet ungefähr, ja, kostet ungefähr $60 pro Stück. Gibt es immer noch kann man immer noch kaufen. Und die einhellige Meinung der meisten ist, dass die Qualität von den Geräten ist richtig gut. Also der Nachbau ist richtig gut gelungen. Und hier nochmal zum Vergleich. Die haben hier natürlich das Atari-Logo drauf, die Original-Controller und eine Seriennummer. Das gibt es halt hier in dem Fall nicht. Und ja, ist eine nette Idee. Ich hoffe, dass die Interessenten, die sich gemeldet haben, die auch alle abnehmen, damit der Produzent da dann nicht auf seinen Kosten sitzen bleibt. Genau, das war es kurz zum Nachbau des Atari Jaguar Pro Controllers. Genau. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und vielleicht dann bis zum nächsten Mal.